Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht zu Hause. Ich war für dieses Wochenende in Wiesbaden bei Dave. Wir hatten was zu erledigen gehabt. Nichts Ernstes, um Gottes Willen. Ich wollte aber den Kajak-Cup nicht ausfallen lassen und habe Dave ganz lieb gefragt, hey, darf ich bei dir streamen? Und er meinte, jo, geht klar. Und dann habe ich nochmal gefragt, darf ich das auch aufnehmen? Und er meinte, hey, gar kein Thema. Deswegen sieht dieses Bild vielleicht auch ungewöhnlich gut aus, weil ich habe 4K-Footage bekommen und das sieht alles so crisp und schön aus. Das Einzige, was wir nicht hingekriegt haben, ist den Ton, weil das Mikrofon, was Dave benutzt, ist halt auf seine Stimme eingestellt. Das ist ein sehr empfindliches Mikrofon und du musst halt kleine Sachen fixen und einstellen, damit das alles gut klingt. Wir haben es auf die Schnelle, haben wir es gefixt bekommen, dass sich das angenehm anhört. Falls ihr den gesamten Stream gucken möchtet, verlinke ich euch mal in die Beschreibung des VOD vom Twitch-Stream, weil ich möchte jetzt nicht hier daraus machen, ich bin bei Dave Gaming zu Hause, sondern es soll der Kajak-Cup sein, der Kajak-Cup soll die Aufmerksamkeit bekommen und dementsprechend möchte ich einfach, könnt ihr unten das VOD nachgucken, ist ein super lustiger Stream geworden, würde mich riesig freuen, auch gerne da auf Twitch vorbeigehen, gerne da ein Follow da lassen, würde mich riesig freuen. Und ja, ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Kajak-Cup. Ich wollte nur kurz ein kleines Vorwort dazu sagen, zu dem Ganzen hier. Und natürlich zu guter Letzt, Dave, vielen herzlichen Dank, dass ich das tun durfte, dass ich hier streamen und aufnehmen durfte. Ich hab dich ganz doll lieb, fühl dich gedrückt. Und ja, viel Spaß, Leute. Gerne bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, alle verbessern sich jetzt. Was ist denn gerade die schnellste Runde? 3,5 Sekunden schneller als du. Als dein erster. Du hast im ersten extrem viel verloren, ne? 18. Ja, weil ich da wahrscheinlich nicht flat fahre. Bin ich in den anderen schneller? Im zweiten gleich und im dritten. Okay. Wie viel ist denn Nilos weg von mir? Eine Sekunde. Boah. Und die macht er im ersten Sektor, ja, sagst du überwiegend. Ja, 8 Zehntel. Boah. Ja, ich denke mal, dass zu Hause vielleicht ein Tick besser wäre. Boah, ich bin jetzt auch auf P7 gerutscht. Digga, Raphael! Ich bin im Regenfall aufgeschmissen, oder? Ich bin wirklich, ich bin 19 Uhr in Time Trail reingegangen. Ich bin 15, ich bin so langsam, okay, eine Sekunde stark. Rennen wirst du aber schnell sein mit dem wenig Flügel. Ja, mal gucken. Also das hat mich ja, aber wenn es sich genug nach vorne katapultiert am Anfang. Ja. Ja, Safety Car Bände. Ja. Und dann, ja. Ja, und jetzt kommt der Hund. Ja. Oh Gott, das ist... Das wäre, wenn der Hintergrund jemanden schreien hört, ist Dave Sands.
Ja, Leute, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht, ich bin nicht in meinem üblichen Zuhause. Ich bin bei Dave. Und waren eigentlich Sachen geplant, aber die sind jetzt doch nicht geplant worden. Und jetzt bin ich einfach hier und ich fahre einfach hier Kajak ab. Bei mir im Voice ist Raphael. Raphael, dir viel Glück. Moin. Let's go. Rutschi, Rutschi. Janik ist schon eingeschlagen. Rutschi, Rutschi? Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott, 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 Gott. Okay, ich hab mich da gesaved. Oh Gott. Ist noch Erster? Ja. Nice. Wie auch immer. Das sei ich schon kurz an. Uiuiui. Ey, die Soften machen richtig Stress. Ah, leider keine Chance gegen Markus. Eher im Zweifel, play the long game, ne? Verteidige, wenn die vorbeikommen, komm ich vorbei. Ja, oder so. Huh. Ich komme gar nicht klar gerade. Ja, ich habe Aufnahme gedrückt. Reason. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, ich bin noch Top 10. Alles andere. Mein Raphael hält gerade alle auf. Das ist gut. Ja, das kann ich gut. Bist du wirklich auf den Harten? Ich? Nein, ich bin auf Medium. Ja, okay. Aber die sind alle auf Soft hier vorne. Ja, 5 Runden halten die. Aber ich hatte irgendwie gut rausbeschleunigen aus dem Kurven. Oh Gott, ich nicht. Was für eine Diff-Einstellung hast du? 54, 90. Ich muss ein bisschen ruhiger fahren. Fahrrad viel zu hektisch. Schön runterkommen jetzt. Schön runterkommen. Oh, Bench hinter mir auch ein bisschen Stress. Bei dir vorne noch alles gut? Absolut. Nice. Ist der Platz. Oh. Uff, okay, ich gewinne gerade ein bisschen Pace wieder. Ein bisschen Confidence. Nein, Konfidenz verloren wieder. Oh. Oh Gott im Himmel. Puh. Nein, 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 nein. Oh Gott.
Okay, 14. Ich hab ein bisschen was aufzuholen. Gedreht oder so? Fast, ich hab's eher weggeschmissen. Soften brechen so ein. 2 Sekunden Abstand. Ich weiß halt noch nicht, was immer noch, ob die Harten jetzt schon schneller wären, weißt du? Burnout your tires wahrscheinlich, oder? Oh, ich bin angegriffen. Ja, Jeff meinte gerade zu mir, ich soll nicht meine Reifen überkochen. Bei Regen. Mhm. Ah, nice. Ich hab 87 Grad, aber hey, nicht überkochen, Kaya. Alter, Sven und Dennis fighten gerade. Okay. Und somit sind wir erstmal P11. Bei dir vorne alles noch gut? Ja. Ja, nice. Ja, lass uns mal klein kleben. So wie es aussieht, hat es bei Nebel tatsächlich geklappt. Ja, okay, Jeff sagt zu mir, ich soll bald auf trockene Reifen wechseln. Ich denke mal, du wirst gleich stoppen. Nö. Nicht? Okay. Das heißt bald, jetzt ein paar Runden irgendwann. Okay, here's the gap that we're trading the car ahead by. 2. Und so wieder back in the top 10.
Ja, ich weiß es nochmal. Wie kommst du mit dem Klux? Aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Sehr schön, Raphael. So, ich habe hier echt ein krasses Battle. Okay, P9. Komm schon. Gehst du die Runde rein? Ja. Okay. Oh no. Zu früh. Ich habe mich gerade fast wieder weggedreht. Huiuiuiuiui. Ehre für den Vortritt. Ich konnte gar nicht in die Box. Warum? Wir warten Zeit per Zeit. Ach, lol. Okay, go, go, go. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Okay, let's go. Wobei sie ist ja mittlerweile nicht mehr so lang, die haben sie ja gekürzt. Reason. Deswegen ist sie nicht mehr so lang. Ach so, ja, gut. Mich gedreht? Oh mein Gott, was passiert hier? In der Boxengasse? Ja! Oh nein. Aber ich bin rausgedingst. Ich wurde auf die Strecke zurückgesetzt und so. Lol, okay. Ich hab 7 Sekunden verloren. Ja. Muss auch dazu ehrlicherweise sagen, auch gerade so Safety Car wird auch gerade nicht irgendwie, tut sich irgendwie ankündigen oder so.
Mir ist das Auto von Markus einfach komplett schwarz. Ja, dieses Game ist so krass. Black Lives Matter. Finde ich gut. Erste Warning. Stimmt, ich habe noch gar keine Warning. Das sind erst 9 Runden, Digga. Ich denke, ich bin gerade 24 Stunden drin gefahren. Kann ich mir nicht so oft tatsächlich. Sind ja eigentlich alle auf hart gewechselt? Mhm. Okay. Asko 1:31. Strecke wird aber auch gerade richtig schnell. 10 Sekunden Strafe. Oh. Ich muss aber auch sagen, dass die Strecke dann ultimativ schneller wird, ne? Der harte ultimativ geil ist einfach. Ich mag den auf jeder Strecke. Der harte, meinst du? Ja. Der bringt einfach super viel Ruhe ins Auto, ne? Ja. Markus fliegt von der Strecke, während du das sagst. Echt jetzt? Ja, aber nur leicht. Ah, schade. Ich glaub's. Vielleicht bekommt der jetzt sogar DRS. Ich bin, glaube, die ganze Zeit mit kein ERS gefahren. Aber so eine Vermutung. Danke, Dave. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 2.3 seconds. Okay.
bin ohne gefahren. Nice. Oh mein Gott. Ja, mein Auto hat sich gerade einfach in die Luft gebackt und ich habe eine Strafe bekommen. Komm, aber irgendwie nicht. Komm ich näher an Guardian ran eigentlich? Komm schon, also Podium sag ich. Top 10 muss drinne sein. Komm schon. Ja gut, keine habe ich ja schon, also manchmal mache ich ja wirklich auf keine, weil Exit Speed ja besser ist dann. Also jetzt zum Beispiel ist auf keins gestellt. Ich würde auch sagen, ich benutze sehr viel ERS, aber... Kannst du Silverstone so hart ERS spam eigentlich? Der eine Dreher da, das war nicht gut. Absolut nicht. Thank you.
Just so you know, we're getting some strange readings from a couple of the sensors. I don't think you need to be worried, just some bad data. So keep doing what you're doing. I'll let you know if we notice any genuine problems. So, mal gucken, einfach mal, dass die Antenne irgendwie drin bleiben kann. Jawohl, wir kommen an Ding ran. Ich bin auch die ganze Zeit auf Hotlap. Kann es sein, dass ich einen EAS-Bug habe? Ich war auch die ganze Zeit auf einmal auf Hotlap. Ich hab mich jetzt gefragt, wo ist mein ES? Fährst du auf Hotlap die ganze Zeit? Ja, vorhin bin ich auszusehen auf Hotlap gefahren. Ich verbrauche kein ES. Ach so, meinst du das? Wie, du verbrauchst kein ES? Ich verbrauche nur ES, wenn ich auf Überholen gehe. Ja, guck. Und natürlich ab 300 immer recovern. Oh, ich brauche so ein Safety Car. Jacksteil ein, wunderschön. Bringt sofort was. Oh Gott, das hängt sich Gnömchen auf. Uiuiui. Alter, Pake mit 12 Sekunden Strafe. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein bisschen smart spielen. Oh, steht hier jemand Maggots und Baguettes? Guck mal, ich kann die ganze Zeit auf Hotlap bleiben.
Und ich gaine die ganze Zeit ERS. Nee, Dennis, du kommst da nicht mehr. Du kommst nicht aus dem DRS raus, sag ich dir, wie es ist, Dennis. Du kommst nicht aus dem DRS raus. Boah, ich hätte so gern ein Safety Car jetzt, ne? Bin ich early. Ich und Markus, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, was wir hier die ganze Zeit machen, ne? Aber wir rammen uns die ganze Zeit, aber wir haben so viel Zeit vor uns. Ja. Totti, danke schön für den Follow. Ist ja anstrengend, gerade dran zu bleiben, aber es wird. Oh, Dennis mit 3 Sekunden. Sehr schön. Nicht mit verbackten 3 Sekunden, aber was soll man machen? Wo da bist du denn gerade? Vierter. Mit Strafe. Obwohl ja ich mit dem besten Pacer war. Ja, unglücklich gelaufen hat. Ja, ey, aber trotzdem starke Pace. Ja. Der Boxdreher, der war irgendwie komisch. Ja.
Ich hätte gerade fast das Kupplungspedal von Dave genommen zum Bremsen. Oh, vorne hat sich irgendeiner gedreht. So crazy, wie gut das ERS bei mir zum... Also wie gesagt, das ERS-Management verstehe ich gerade nicht. Danke. Ich mache einen Hotlap, ich verliere 50-60% pro Runde. Ich bin nicht langsam, you know? Cheat. Einfach Cheat. Aber ich habe auch Hotlap Exits, ne? Also. Das ist schon unangenehm. So, ein Dennis vorbei. Also alle um mich herum haben halt Zeitstrafen, ne? Okay. Ah, Erik hat sich gedreht anscheinend. Oh nein, bitte nicht. Oh mein Gott. What a save, Alter. What? Oh, big moment, Xeno. Zweite Verwarnung. Ich darf mir jetzt keine 3 Sekunden Strafe holen. Das wäre jetzt mein Tod. Ja, sehe ich auch gerade. Aber da muss ich smart spielen jetzt. Also wenn Guardian jetzt schlau ist, dann bleibt er hinter mir. Weil Dennis ist schneller als er. Thank you.
Ah, schade, Bench pusht gerade. Nice, Asko gewinnt, GG. Nein, die Lass hat gewonnen. Oh. Guardian, wärst du nur hinter mir geblieben? Hätten ich und Markus nicht gefightet, hätten wir auch noch Asko bekommen. Wir haben gefightet, alles. Schade. Bench nicht mehr gekriegt, schade. Deine letzte wurde echt noch gepusht. Eieiei. Komisches P8. Den Regen und so. Du warst langsamer als Bench. Ja. Hab ich auch zweimal weggedreht. Nö. Doch. Nö, du warst einfach langsamer als Bench. Sehr ruhig. Das ist keine Ahnung, wie hart das war. So, willst du die Abmod machen? Ja, Leute. Fürs Video. Ja, warte, mach doch mal hier, geh doch mal zurück ins. Ja, okay, warte jetzt hier. Mann! Mann! Tja, Leute, das war der Kaya Cup. Mit eurem Kaya. Und Dave. Also, ich war jetzt eigentlich nur am Ende da, aber okay. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Und ansonsten, macht gerne beim Kaya Cup mit. Checkt den Discord-Server aus. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Es hat jetzt auch genug Zeit, dass ihr auch einen Daumen und ein Abo da lasst. Ich hoffe, ihr habt es gemacht. Macht einen Kommentar hier für Algo. Und außerdem, ja, Watchtime gönnen. Habt ihr gemacht, wenn ihr soweit geguckt habt. Ehre an euch. Tschüss.